Hallo Leute, hier ist die Sarah aus Dessau und heute melde ich mich mal zu später Stunde an diesem Freitag, denn ich wollte euch erzählen, wie es denn bei The Voice war, denn ich finde, das hat nicht Zeit bis Dienstag, weil Dienstag bin ich ja wieder unterwegs in Dessau und deswegen mache ich jetzt einfach eine kleine. Wie war The Voice? Und was danach passiert ist. Denn was danach passiert ist, einfach toll. Wahnsinnig toll gewesen. Also, ich bin eine Stunde zu früh da gewesen beim Casting. Und ja, war dann aber auch gleich dran gewesen, war aber zur Zeit dann auf Toilette, als ich aufgerufen wurde. Und dann bin ich dann eine Runde später dran mitgekommen. War aber nicht so schlimm, denn ich habe nette Leute kennengelernt. Wir haben uns ein bisschen die Nervosität genommen. Ich war wenig nervös, bin ich ehrlich, weil ich mir da einfach keinen großen Kopf gemacht habe, weil es für mich nicht um Leben und Tod ging. Ganz einfach. Und ja, und da habe ich ja die Leute da kennengelernt und dann sind wir alle rein. Wir waren ungefähr 20 Leute oder auch ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich denke mal. Und dann sind wir rein, haben uns vorgestellt, jeder einzeln. Und dabei auch gesungen dann. Das war die A Cappella-Runde. Und es waren sehr talentierte Leute dabei, wo ich mir denke, wow, wieso kannst du nicht so singen? Ich meine, ja, ich singe ja auch gerne und ich kann es. Für mich ist das kein Problem. Ich kann es und ja. Es waren, wie gesagt, sehr talentierte Leute dabei. Auch ältere Leute. Zwei Rapper. Einer, der so Black Music gemacht hat. Und er ein bisschen Soul in der Stimme hatte. Das fand ich ganz gut. Und einer, der nur seine eigenen Texte gemacht hat und aber eine sehr rauchige und tiefe Stimme hatte. Das fand ich auch beeindruckend, aber er hatte gleich gesagt, ich mache hier keinen Mainstream-Kack und habe nur meine eigenen Sachen mit und habe nichts auswendig gelernt und setze meine Sonnenbrille nicht ab und so ein Scheiß. Ja. Von den 20 Leuten, die wir waren, talentierten Leuten, ist genau der weitergekommen, dem alles scheißegal war. Ja, wir hätten wahrscheinlich alle mal rappen müssen. Ja, Leute, es ist blöd gelaufen. Wir waren dann alle in der Gruppe ziemlich sackig, weil auch einige wirklich aus Dresden oder Saarbrücken oder so da waren. Ja, wie gesagt, wir waren sackig, aber ich habe dann auch ein paar Leute mich mit denen noch unterhalten und wir haben dann beschlossen, etwas zu machen. Das, was ihr gleich sehen werdet, zu machen. Wir haben beschlossen, wir fahren auf den Alexanderplatz zusammen und machen Straßenmusik. Die zwei Mädels hatten ihre Gitarren mit. Und ich und ein anderes Mädchen, die hatten ihre Stimmen und fertig war der Lack. So. Das ist eigentlich das Schönste, was mir bis jetzt passiert ist, weil so spontan und so schön. Es war zwar kalt. Ja, aber
Es war echt klasse, so eine Idee und Straßenmusik zu machen, einfach auf dem Alexanderplatz zu stehen und zu singen. Schön. Und genau das zeige ich euch jetzt auch. Nicht ganz ein bisschen geschnitten, aber ich zeig's euch, was wir getan haben. Viel Spaß beim Gucken. Zwischen den Zeilen, da hab ich gelesen, dass wir beide weg von dir wollen. Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen, wir träumen von Sommerleben. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Regen auf Straßen zu, können wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Übrigens hat mein Freund gefilmt. Das möchte ich jetzt nochmal so anmerken. Er hat auch gut gefilmt. Ich möchte ihn mal loben. Das war eine Jam-Session. Ganz spontan. Am Alexanderplatz. Am Donnerstag, dem 12. März. Ja, das wollte ich euch zeigen und es war mir ein bisschen zu schade für den Dienstag, weil dann das Video wieder so ätzend lang wird und man da nicht komplett guckt. Und deswegen sage ich jetzt an diesem Freitag mal gute Nacht, ein schönes Wochenende und wir sehen uns spätestens Dienstag. Dann euch noch viel Spaß an diesem Abend. Die Sarah sagt Tschüssi.